for you. So, dann wollen wir mal. Die Hauptpersonen heute sind selbstverständlich Sie als Gäste, so wie Sie es gehört. Aber, na gut, vielleicht können Sie ja mithalten. Hier sind die 24 Schönheiten, die Vertreter der teilnehmenden Länder der Europameisterschaft und vor allem die Teilnehmerinnen dieser Miss EM 2016. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city. Wir kommen in unser Nachbarland und gehen direkt 5 Kilometer weiter und sagen herzlich willkommen an Frankreich. Und ich gehe mal so ein bisschen, ich sage jetzt mal unter Ihren Rock, aber nur mit den Füßen, ja, damit ich ein bisschen dichter an Sie rankomme. Deine Vorstellung. Bonsoir à tous, je m'appelle Léa Marie, j'ai 21 ans et j'étudie les sciences politiques à Strasbourg. I'm going to try to speak in German just for you, so please be kind with me. Ich habe der Wetter vorhersage im Fernsehen vorgestellt, so ich hoffe, ich werde Ihre kleine Sonnenstrahle und Frankreich ist so glücklich, die Europameisterschaft zu empfangen. Bonsoir! Das war deutlich. Vielen, vielen Dank an unsere Startnummer 2, an Léa Marie Grotzinger. Liebe Ines, wer steht bei dir? Für Sie jetzt am Mikrofon Miss EM Rumänien. Bună seara și bine ați venit! Eu mă numesc Gloria Borman, am 24 de ani și sunt studentă la medicină dentară. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi în seara de astăzi și vă doresc distracție plăcută! Und wenn sie jetzt spricht, werden Sie unschwer erkennen, woher sie kommt und welches Land sie vertritt. Grüezi miteinander, mein Name ist Sandra Meyer, ich darf die Schweiz vertreten, ich bin Hausfachfrau und arbeite im Büro. Ich bin 20, meine Hobbys sind Sport aller Art, fremde Länder bereisen und sie bei meiner Familie verbringen. Dankeschön an die Startnummer 4. Und jetzt gilt es das erste Mal für die Jury, die Augen ganz genau aufzumachen, die Bleistifte bzw. Kugelschreiber zu spitzen, denn hier ist... Und neben mir steht ein sehr favorisiertes Land, was ganz gerne mal wieder die Europameisterschaft gewinnen würde. 1966 ist dieser Dame auch noch ein Begriff, obwohl sie erst 20 Jahre alt ist. Bitte stell dich ganz kurz vor. England. Good evening, Germany. My name is Samantha Woolley. I'm representing my home country, England. I'm 24 years old, sales and marketing manager. In my spare time, I like to go to yoga or go dancing. And thanks for having me this week. I've had a wonderful time. Ja, Applaus für England. Wir sagen herzlich willkommen und guten Abend an Russland. Привет и добрый вечер. Меня зовут Юля Рыдко. Мне 25 лет. Я живу в Дюссельдорфе и учусь в университете. Я здесь за Россию. Ihr Applaus für unsere Vertreterin Miss EM Russland mit der Startnummer 6. Die Startnummer 7 Miss EM Slowakei. Krásny večer všetky, moje meno je Eva Smolková a dnešný večer reprezentujem Slovenskú republiku. Mám 27 rokov a vyštudovala som právnickú fakultu. Medzi moje najväčšie záľuby patrí modeling, cestovanie, knihy, môj pes. Želám vám krásny večer. Und Miss EM Wales. Hello everyone, my name is Lara, I'm 23 years old, proudly representing my country Wales, where, as we know, Gareth Bale is now playing for us in this year's Euros. I work in dentistry and I'm a black belt in Taekwondo. Dankeschön. Herzlich willkommen an die Kandidatinnen mit der Startnummer 9 bis 12. Startnummer 9. Wer wird denn Europameister? Ich würde sagen Deutschland. Wie kommst du denn darauf? Stell dich bitte ganz kurz vor. Mein Name ist Lena Bröder, ich bin 26 Jahre alt und komme aus der Nähe von Münster. Als amtierende Miss Germany repräsentiere ich heute Abend unsere Bundesrepublik Deutschland. Außerhalb meines Amtsjahres als Miss Germany unterrichte ich aber die Fächer Hauswirtschaft und katholische Religion.
Ihr Applaus für unsere Vertreterin. Und ich sage herzlich willkommen an unsere Startnummer 10. Und da gehen wir in ein sehr kleines, aber auch in ein sehr grünes Land, nämlich nach Nordirland. Hello everybody, my name's Megan Robinson. I'm 24 and I'm representing Northern Ireland. My hobbies include playing jokes on people, reading and kickboxing. And I currently work in finance and I study business. Thank you. Und die Startnummer 11, Miss EM Polen. Hallo zusammen, mein Name ist Jenny Dieterding. Ich bin 22 Jahre alt und komme aus Freiburg, also ist heute ein Heimspiel für mich. Ich vertrete das Land Polen, das ist das Land, in dem meine Großeltern geboren sind. Und in meiner Freizeit gehe ich gerne ins Stadion oder verbringe Zeit mit meiner Familie. Dankeschön. Wir gehen weiter in die Ukraine. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Алина Рашидова, мне 21 год. Я живу и работаю в Берлине. Я люблю изучать стихи, также я люблю петь и фотографировать. Спасибо. Хорошего вечера. Dort ist the place to be, oder hier auch auf der anderen Seite frisches Erdinger Weißbier. Haben auch mal ein bisschen Werbung gemacht für die Bayern. Und Philipp Lahm war ja heute hier, insofern passt das dann auch ganz gut. Wir kommen zur Gruppe D und sagen herzlich willkommen und guten Abend an die Startnummern 13 bis 16. Guten Abend, mein Name ist Kifrin Zoric, ich bin 27 Jahre alt, komme aus München und da habe die große Ehre, Kroatien vertreten zu dürfen. Ich arbeite als Immobilienfachwirtin und zu meinen Hobbys zählen Sport, Reisen und Kochen und Klavierspielen. Und Ihr Name ist Kifrin Zoric, am Nachnamen hört man, das ist kroatischer Ursprung, aber viele Kroaten sind in München, ne? Das habe ich mir auch mal sagen lassen, beziehungsweise habe es nachgelesen. Diese Dame hier, die müsste normalerweise ein feuriges Rot tragen, sie hat sich aber für dieses wunderschöne Kleid entschieden, weil Mama und Papa sind auch da, die haben gesagt, das wird definitiv getragen. Da gibt es sogar ein Fähnchen dort hinten und wenn Sie sehen, der Papa, der schwenkt es gerade, dann wissen Sie schon, welches Land hier neben mir steht, in dieser Gruppe D mit der Startnummer 14. Und hören Sie sich diese wundervolle Sprache einfach mal an, denn so wird sie in reinst Kultur gesprochen. Hola y buenas tardes, mi nombre es Talina y tengo 18 años. Yo presento España en Miss EM 2016 y todavía voy al colegio. Cuando tengo tiempo libre voy al gimnasio o aprendo los idiomas. Gracias. Für die Tschechische Republik geht ins Rennen die Startnummer 15 und stellt sich auch ganz kurz vor. Dobrý večer, dámy a pánové. Jmenuji se Šárka Mohorková, je mi 26 let a pro dnešní večer reprezentuji Českou republiku. Mezi mé koníčky patří procházky v přírodě, kolečkové brusle, jízda na kole. Také jsem čerstvě dokončila studium na ekonomické fakultě obor marketing management. And so I think in English, I will hope you will enjoy this evening the same as me. Thank you so much. Und weiter geht es mit der Startnummer 16, Miss EM Türkei. İyi akşamlar, benim adım Şifa Çakarer, ben 20 yaşındayım ve Oldenburg'dan geliyorum. Ben şimdi okulumu bitirdim ve ondan sonra üniversite design okumak istiyorum. Und das Land, was neben mir steht, ist genauso froh wie wir Deutschen, dass dieses Land nicht dabei ist, obwohl die auch Flämisch sprechen. Hier ist mit der Startnummer 17 Belgien. Hallo, guten Abend, Idri. Mein Name ist Bo Prat. Ich bin aufkommend aus Ostflandern. Ich bin sehr froh, dass ich mein Land schon mal vertegenwoordige diese Abend. Und mein Hobby ist Reisen und ja, auch shoppen. Danke. Sie hat ganz eiskalte Hände. Verstehe gar nicht warum. Riesenapplaus für unsere Freunde aus Belgien. Irland ist zweimal vertreten, jetzt mit der Republik Irland, mit der Startnummer 18, Hannah Kelly. Good evening. Good evening, everybody. My name is Hannah Kelly. I am 21 years of age, and I currently work in the makeup brand Benefit. And in my spare time, I have to spend time with my family. I love it, and I'm here representing the Republic of Ireland. Are you okay? Sie vertritt Italien. Herzlich willkommen, unsere Startnummer 19. Buonasera a tutti, mi chiamo Loredana, ho 25 anni e ho l'onore di rappresentare questa sera l'Italia. Io vivo in Svizzera e faccio l'aiutante medico. Nel mio tempo libero mi piace fare il tai bo e stare con la mia famiglia. Grazie. Weiter mit Schweden. Ja.
Hej, jag heter Kelly Sussio, 20 år från Helsingborg och representerar Sverige. På fritiden gillar jag att spela fotboll, dyka och vara med min familj. Hallå. Ja, und die Dame, die hier neben mir steht, die freut sich ganz besonders. Und zwar nicht nur sie alleine, sondern sie freut sich wie das ganze Land auf diese Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft. Und sie war auch eine der Damen, die sich gestern so gefreut haben, als wir mit Martin Spannring im Europapark waren, denn sie kommt nämlich aus Island. Und es gibt einen isländischen Bereich im Europapark und sie ging dort hinein und auf einmal kam der Fotoapparat raus und das Handy und dann wurde nur noch fotografiert und dann sagte sie, I am at home. I am at home. I was talking about this. Yeah, you remember that? Und sie war so begeistert, dass ein solcher Bereich mit den Gazieren, dass sowas hier im Europapark entstanden ist und mit so viel Liebe zum Detail. Aber das sind wir ja eigentlich gewohnt. Sie hat es als Premiere gehabt und das wollte ich Ihnen als kleine Anekdote mal noch mit auf den Weg geben. Ja, Island, bitteschön. Good evening, everyone. Gott kvöld, það rosalega gaman að vera hérna í dag. Ég Arna Ír, ég 21 árs gömur. Ég kem frá Reykjavík sem höfuðborgarsvæði Íslands. Ég íþróttakona, ég listakona, og mér þykir einstaklega skemmtilegt að ferðast og sérstaklega með fjölskyldu minni. Thank you very much. Also Reykjavík habe ich verstanden. Ihr Applaus. Hier ist Ihr Applaus für die Stadt Nummer 22 für Österreich. Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Leslie Braumann und bin 28 Jahre jung. Beruflich bin ich Architektin und arbeite in der Ausführungsplanung von Gebäuden. Als halbe Venezolanerin tanze ich in meiner freien Zeit sehr gerne Salsa und Bachata. Danke. Österreich, meine Damen und Herren. Denn hier ist für Sie Miss EM Portugal. Boa noite, sou a Ana Bonfim, tenho 25 anos e venho de Portugal. Estudo línguas e relações empresariais e nos meus tempos livres gosto de cozinhar e dançar. Dankeschön. Sehr stark. Mein Name ist Sarah Stroh, ich bin 25 Jahre alt und darf heute stolz das Geburtsland meines Opas Ungarn repräsentieren. Ich komme aus Gießen, in der Nähe von Frankfurt und bin eingefleischter Eintracht Frankfurt-Fan. Wenn ich mal nicht auf High Heels die Welt erkundige oder am Wochenende schon die ein oder andere Veranstaltung moderieren darf beruflich, bin ich jedes Wochenende im Stadion und widerlege somit sämtliche Missen-Klischees, die es so geben mag. Beruflich dementsprechend beende ich jetzt im Sommer mein Linguistikstudium und möchte im sportjournalistischen Bereich Fuß fassen. Denn reden tue ich gerne, wie ihr merkt. In die Beauty Linie schöner kann sie nicht sein. Das ist Ihr Applaus für unsere Teilnehmerin Miss EM 2016. Es gibt nur noch eins, was das Bild noch schöner machen würde. Wenn ich jetzt mal an die Seite gehe. So. Bitte schön. Und jetzt haben Sie mal einen Applaus und auch wirklich einen tollen Ausblick auf alle 24 Teilnehmerinnen. Und ganz ehrlich, ist Europa nicht schön? Ja? Das sehe ich doch genauso. So, dann können wir jetzt erstmal Dankeschön sagen zu unseren Damen. Thank you. Zu unseren Ladies hier, denn wir machen jetzt eine kleine Pause, denn jetzt wird ausgewertet. Unsere Jury ermittelt jetzt unsere Top 8. Hier sind noch einmal für Sie auf dem Laufsteg. Wir sagen Dankeschön bis hierher und es geht weiter mit Marcel Reif. Dankeschön für Ihren Applaus, der jetzt nochmal Richtung unserer Damen geht. Vielen, vielen Dank. Bis später. Good gracious, that's bodacious, flirtatious, trying to show faces, looking for the right time to show his fame, looking for the right time to flash them G's. I'm leaving, please believe in me and the rest of my heathens. Check, I got a lot for the top of the four seasons. Penthouse, rooftop, birds, I'm leading. No deceiving, nothing I'm believing, no teasing. I need you to get up off on the dance floor. Give that man what he asking for. Cause I feel like busting loose and I feel like touching you. And can't nobody stop the juice, so baby, tell me what's the use. I'll say, it's getting hot in here, so I'll soon take off. Herzlichen Glückwunsch an unsere 8 Finalistin und wir möchten euch jetzt nicht vergessen, auch euch schicken wir mit einem riesen Applaus nach Hause. Wir machen noch eine tolle Aftershow-Party, schön, dass ihr hier wart und bleibt uns natürlich gewogen und gesonnen und bleibt natürlich auch hier noch unter uns. Dankeschön, das ist euer Applaus. Thank you. Vielen Dank an alle Teilnehmerinnen, dass sie hier zu uns angereist sind und die Aftershow-Party, da freut sich der Thomas Max schon drauf. Das wird bei den Nightbeat Angels sein, sehr erfolgreiche Veranstaltung hier im Europapark. Immer ausverkauft und da dürfen wir nachher noch richtig feiern und da freuen sich die Mädchen auch schon drauf. Okay, actually, I'm going to speak in English. I'm sorry, I just know a few words of German.
I think that the most exciting, the first one was seeing my family in the public. I'm so glad to see them. But actually, I have been so lucky to do the roller coaster first, you know, because with the Satch, we didn't have to wait. So it was amazing. Also sie sagt, das ist toll, dass ihre Familie hier ist, aber das, was sie am meisten beeindruckt hat, das war doch der Silverstar, den sie da gefahren ist. Und so, jetzt hier bei mir unsere Startnummer 3. Zuerst nicht direkt den Sprung ins Finale geschafft und dann hattest du eine ganz, ganz tolle Glücksfilm mit Marcel Reif und hast es jetzt doch geschafft. Wie war denn das Gefühl, als man gesehen hat, dass dann doch eine andere Kollegin nach vorne geht und dann schwuppdiwupp ist man doch wieder mit dabei? Ich muss ehrlich sagen, ich habe damit gerechnet, dass Frankreich weiterkommt, denn sie ist wirklich sehr sympathisch und sie hat ein sehr schönes Lächeln. Und ja, natürlich habe ich weiter gehofft, dass ich dann aus diesem Glückstopf gezogen werde und sie da. Es wurde wahr. Sie da, es wurde wahr und hier bist du. Und für dich oder an dich die Frage, wer wird für dich Europameister? Ja, Rumänien wahrscheinlich nicht, obwohl das Land meines Herzens ist. Daher dann für Deutschland. Überzeugt. Deutschland. Überzeugt Deutschland. Ich unterrichte ja katholische Religion, ich habe es vorhin schon erwähnt und es ist ein großer Traum von mir, dass ich einmal eine Audienz beim Papst in Rom bekomme. Ja, und es hat geklappt, ich fliege am 15. Juni nach Rom und treffe ihn. Ja. Respekt, das ist ganz, ganz toll, macht uns natürlich auch stolz und natürlich auch dir viel, viel Spaß. Du hast auch ein Buch geschrieben, kommt demnächst raus, in 3 Wochen lesen wir auch noch mehr über dich. Ich habe ein Buch geschrieben, das trägt den Titel Das Schöne in mir mit Glauben zum Erfolg und das werde ich dem Papst überreichen und eine Woche später kommt es dann auch raus. Dankeschön, Lena Bröder. Und Ines, du darfst gleich vorne bleiben, denn ich weiß, dass unsere spanische Teilnehmerin auch der deutschen Sprache mächtig ist, denn sie spricht ja 5 Sprachen. Genau, also wirklich ein Sprachtalent hier von den Eltern betreut die Tage. Welche Sprachen sprichst du? Ja, neben Deutsch spreche ich natürlich Spanisch, Französisch, Englisch und ich lerne Italienisch. Aha. Gut. Du warst schon mal hier im Europapark, kennst schon ein bisschen die Atmosphäre? Ja, genau. Ich durfte das hier alles schon mal genießen. Zur Wahl der Miss Germany im Februar, da hatten wir allerdings nicht so gutes Wetter. Dafür durften wir das jetzt hier genießen und es ist einfach eine tolle Atmosphäre. Ich bin sehr, sehr gerne hier, auch gestern im Europapark die Achterbahn zu fahren. Das war echt toll. Dankeschön, Dalina Staszewski, unsere Miss EM Spanien. Ja, und ich schaue hier jetzt mal ganz dezent auf meine Roland-Dreh-Uhr, denn die habt ihr ja alle bekommen und die tragt ihr auch alle. Vielen, vielen Dank an Roland-Dreh. Wunderschöne Uhren, können Sie sich gerne im Internet mal anschauen und ich freue mich jetzt auf Bo Pratt. Bo, just one question for you. Belgium, it's very close to Germany, but it's your first time in Germany. Why? Yes, it's my first time. Yes, I come to here when I'm little, but now I know it. Yes. Are you nervous? Yes, I'm nervous. A little bit, but hey, come on, you're the top 8, everything is fine. So, wir wollen Sie nicht länger quälen. Und sie ist zum Beispiel in 4 Wochen. You will be here in 4 weeks. Is it right? Coming back to the Europapark, you told me that? I think next month I come back, yes. And then for 2 days, and then she want to see all the shows. You want to see all the shows. Da wirst du auf jeden Fall viel Spaß haben. Thank you very much und ein Applaus für Belgien. Darf ich bleiben? Ja, ich darf bleiben. Island, Anna. Now you are under the top 8. I said to the audience, May, in your country now the party will much more bigger than, ja, nicht nur wegen der EM. Is it true? Yes, it's true. It's the first time Iceland is in the EM football game, so we are thrilled to be there, and it's a big opportunity for a small island like Iceland. So we'll all be watching, and of course be supportive like always. What did you like the most in Europa Park? I liked Iceland the most in Europa Park. I didn't know about it. I'm so surprised I didn't know about it. I was like walking, and then I saw, whoa, the glacier like almost there, the geyser is there. I'm home. That's what I told the audience. Thank you very much from Iceland. Herzlichen Glückwunsch, Miss Portugal, Startnummer 23, dritte Miss EM 2016. Vize Miss EM. Mit 81 Stimmen. Sie ist am
15. Juni in Rom beim Papst. Herzlichen Glückwunsch. Stand Nummer 9, Lena Brüder. Wir gehen von 110 auf 180 und jetzt auf 330 Stimmen. Also ein großer Abstand. Herzlichen Glückwunsch, Miss EM 2016. Wir sehen uns bald wieder in Deutschland. Dann kommst du zur Sat.1-Produktion. Herzlichen Glückwunsch aus Island, Startnummer 21. Congratulations, Anna. Unsere neue Miss EM 2016. Und wie schon gesagt, sie kommt wieder her. Hier werden auch die Themenspiele natürlich übertragen, hier direkt auf der Piazza Roma. Glückwunsch auch den unserer lieben Lena, dir viel Spaß beim Papst und natürlich weiterhin alles Gute und natürlich unserer Drittplatzierten nach Portugal natürlich auch die besten Grüße und auch an euch, die jetzt dahin stehen. Danke, dass ihr dabei wart. Auch euch gebührt noch einmal einen Riesenapplaus. Dankeschön. Ich habe ein kleines Gerät, aber sie kann auch. Ich kann auch das, ja. Komm aus dem Elsass. Okay. Gefreut, dass ich in die Top 8 gekommen bin. Ich habe damit nicht gerechnet. Und als ich dann die Top 8 gesehen habe, die war wirklich stark. Also ich habe da auch so die ein oder andere Favoritin drunter gehabt in den Top 8. Und dementsprechend freue ich mich tierisch gerade, dass ich ja Zweite geworden bin. Ja, vielen Dank. Gerne. Actually, I was in the national team in track and field for many years, but then I became Miss Iceland, and with the fact that I'm a artist and a student, I'm going to be a Miss World. I like it, and my boyfriend is a soccer player, so he told me something before I came here, and thank you. Can you speak of Iceland language? Yes. Yes. What? Hi, hi. Það rosalega gaman að vera hérna í kvöld. Takk kærlega fyrir að hafa mig. Ég heiti Arna. Ég 21 árs gömul. Ég listakona og íþróttamaður. Takk kærlega fyrir. Hello, my name is Anna Mofi. I'm representing Portugal and I just got the second runner-up of Miss EM 2016. I'm so happy and thank you all for your support and big kisses from Portugal. Thank you.